Ich meine, man kann alle Sachen hübsch anstellen, aber man sollte die ursprünglichen Ziele nicht ganz aus dem Auge verlieren. Der Kosten, die die Gesellschaft trägt, die sind ja auch nach dem Ukraine-Krieg nicht vom Tisch. Insgesamt gibt er fürs Essen deswegen nicht weniger aus. Mhm. Das glaube ich, muss man auch der Landwirtschaft sagen, dass das nicht unganz schlimm als Gefahr. Das ist auch eine Chance. Die haben mich jetzt ertappt, weil die sind genau die Bratwürstel, wo ich mir immer denke, naja, die kann ich jetzt im Supermarkt mitnehmen, weil das sind zumindest fränkische Bio-Bratwürstel. Das ist jetzt nicht so ganz schlimm. Aber sie haben recht, wo kommt denn da das Fleisch eigentlich her? Ist es jetzt ein Zufall, dass es nicht offen deklariert wird? Ist es ein Zufall? Nehmen wir an, das ist ein Zufall. Ich glaube nicht an diesen Zufall. Jede Stufe kann eigentlich was machen. Von der größten EU bis zur kleinsten Gemeinde, bis zu jedem Unternehmen kann eigentlich jeder irgendwie einen Beitrag leisten, dass es in die Richtung geht. Und diese Vorteile mit dem Erzeugnis sozusagen verkaufen, also die Methode und die Herkunft, ist ganz wichtig. Landwirtschaft im Landkreis Mirschbuch. Wie schaut die in Zukunft aus? Um dies zu erfahren, bin ich unterwegs mit dem Mirschbecker Milchkandl. Auf der Suche nach Fragen und Antworten rund um die Landwirtschaft. Ein Podcast der Ökomodellregion Miesbacher Oberland. Ding. Heute bin ich wieder ein bisschen weiter weg. Heute bin ich in Freising, eigentlich in Weinstephan. Und da treffe ich mich mit dem Professor Dr. Alois Heißenhuber. Und vor 20 Jahren, leider ist es schon her, habe ich bei ihm studiert. Und heute möchte ich mich gern mit ihm über die Perspektiven von einer zukunftsfähigen Landwirtschaft unterhalten. Grüß Gott, Herr Heißenhuber. Schön, dass ich kommen habe dürfen. Grüß Gott, Weilmeier. Herr Heißenhuber, mögen Sie sich vielleicht selber kurz vorstellen und ein paar Worte zu Ihnen sagen, was Sie so gemacht haben und auch noch machen? Ja, also ich bin geboren in Niederbayern im Landkreis Düngolfing-Landau, aufgewachsen auf einem Bauernhof, habe dann auch landwirtschaftliche Lehre gemacht, habe dann über den zweiten Bildungsweg die Möglichkeit nachgeholt, ein Studium zu ergreifen und habe schließlich Agrarwissenschaften studiert an der TU München in Weinstephan. Im Laufe meines Studiums, aber auch danach, habe ich andere Aktivitäten noch sozusagen unternommen. Unter anderem war ich mehrmals in Japan, zuerst einen längeren Japanaufenthalt, habe dann eine Landwirtschaft kennengelernt, die noch kleinstrukturierter ist als die in Deutschland. Darum war der Aufenthalt in Japan, den ich mit einem Stipendium finanziert habe, für mich so interessant. Wie macht das ein Land, das noch viel kleinere Betriebe hat und die Landwirtschaft sehr wichtig findet? Das war für mich ein Auslöser, das Land näher kennenzulernen. Betriebsgröße unter 2 Hektar auf der Hauptinsel. Nach einigen Jahren, nach vielen sonstigen Aktivitäten, Promotion, Habilitation, habe ich dann den Lehrstuhl für Wirtschaftslehre des Landbaus übernommen und war von 1996 bis 2013 Inhaber dieses Lehrstuhls und bin daneben auch noch in diversen Gremien, in diversen Beiräten aktiv gewesen, was für mich eine große Bereicherung war für meinen Horizont, weil man in einem wissenschaftlichen Beirat für Agrarpolitik am Bundesministerium einfach viele andere Leute kennenlernt, die auch andere Sichtweisen haben, die aus anderen Bundesländern kommen. Daneben war ich im Beirat für Biodiversität und genetische Ressourcen und schließlich hatte ich auch noch am Umweltbundesamt die Kommission Landwirtschaft und Umwelt geleitet. Also für mich waren diese Tätigkeiten eine ganz wichtige Bereicherung und das konnte ich dann auch wiederum den Studierenden beziehungsweise auch in Vorträgen den Zuhörern weitergeben. Ja, so viel zu meiner Person. Ja, das war ja immer, diese Vorlesungen waren ja auch immer sehr praxisbezogen. Da haben Sie die Studenten auch recht viel mitgegeben, dass sie dann als Sparer einfach brauchen können. Ja, weil ich eben selbst aus der Praxis komme. Das heißt aber nicht, dass ich jetzt nur die Interessen der Landwirtschaft vertrete, weil es einfach, glaube ich, als Wissenschaftler wichtig ist, die Sichtweisen der unterschiedlichen Gruppierungen
mit einfließen zu lassen, mit einzubauen. Und das ist, glaube ich, auch für junge Leute wichtig, also die zwei Seiten einer Medaille kennenzulernen. Das ist ja so ein bisschen das, was Sie ausmacht. Sie beschäftigen sich ja schon ganz lang mit der Zukunft von der Landwirtschaft in Bayern. Also nicht nur in Bayern, aber halt durch das, dass wir jetzt einfach da sind, hauptsächlich in Bayern. Und wer das ja noch gemacht hat, ist die Zukunftskommission Landwirtschaft. Das ist ein Gremium, das hat die Bundeskanzlerin Angela Merkel damals noch nach monatelangen Bauernprotesten initiiert. Und da ist letztes Jahr auch eine Handlungsempfehlung rausgekommen. Diese Zukunftskommission Landwirtschaft, vielleicht Herr Heißenhuber, auch wenn Sie da nicht direkt dabei waren, aber das, was die Song, die Song ja Sie auch schon 20 Jahre lang. Was ist da rausgekommen und um was geht es da? Also die Sache hat eine Vorgeschichte, Sie haben sie schon angesprochen, die ist ja nicht einfach aus Jux und Tollerei gegründet worden oder ins Leben gerufen worden, es sind ja immerhin 30 Gruppierungen und waren 30 Personen da beteiligt, sondern es gab vorher schon einen großen Unmut in der Landwirtschaft, es gab aber auch einen großen Unmut außerhalb der Landwirtschaft. Also nur ein Beispiel, die Grüne Woche, diese Veranstaltung, die in Berlin mit die weltgrößte Messe für Lebensmittel und Landwirtschaft. Und im Vorfeld der Grünen Woche gibt es schon seit vielen Jahren so eine Demo, wir haben es satt. Und da haben sich Leute, auch Bauern, kritisch mit der Agrarpolitik, mit der Landwirtschaft auseinandergesetzt. Also mit dieser Landwirtschaft so ungefähr, da sind wir nicht zufrieden, mit dieser Politik sind wir nicht zufrieden. Die gab es schon, das ist außerhalb der Landwirtschaft. Aber teilweise waren auch Landwirte mit dabei bei dieser Veranstaltung. Oder auch Studenten sind da hingefahren und haben da mit demonstriert. In der Landwirtschaft ist der Unmut in den letzten Jahren immer größer geworden. Auf der einen Seite sollen wir immer mehr Umweltschutz, mehr Tierwohl berücksichtigen. Auf der anderen Seite stehen wir so massiv unter Druck durch die Preise, durch die knappen Preise. Und so kam es dann zu Schlepperdemos, zu Mahnfeuern, zu grünen Kreuzen auf den Feldern und so weiter, auf Bundesebene, sogar auf EU-Ebene in Brüssel und so weiter. Und durch diesen Unmut, der ja nicht nur in der Landwirtschaft, sondern auch außerhalb bestand, kam dann die Bundeskanzlerin auf die Idee, jetzt müssen wir da mal eine Kommission einberufen und müssen möglichst alle Gruppierungen an einen Tisch holen. Also nicht, dass man übereinander redet, sondern miteinander redet. So war der Gedanke. Worum geht's? Wir brauchen einen Transformationsprozess, die positiven Leistungen entsprechend honorieren, entsprechend fördern und die negativen Auswirkungen vermeiden, kleiner machen. Das ist nicht einfach, auf dem Rücken der Bauern abzuwickeln ist klar. Wir brauchen eine gesellschaftliche Lastenteilung, so steht es drin. Wir brauchen faire Märkte, faire Preise. Da ist auch der Bucherplan, der Baustein, Bucherplan. Das heißt, die Landwirtschaft soll den Umbau in der Tierhaltung vornehmen. Das geht aber nicht von selbst. Hat früher Minister Burkhardt mit einer Reihe von Leuten sich zusammengesetzt. Und wir müssen die gesellschaftlichen Ziele führen, dann braucht man eine gemeinsame Agrarpolitik. Das, was da in Brüssel gemacht wird, ist nicht zukunftsfähig. Steht da drinnen. Also Empfehlungen, die gegeben werden, aber diese Empfehlungen sind kein Selbstläufer. Das sind Empfehlungen, das sind Ideen, wie wenn jemand einen Plan macht, wie das Haus ausschauen soll, aber das Haus muss dann gebaut werden. Und das ist im Prinzip die Vorgehensweise. Und interessant, dass das Land Niedersachsen im vergangenen Jahr die Idee hatte, wir nehmen also ein kleines Teilchen raus und versuchen da das eine oder andere umzusetzen unter dem Begriff Gesellschaftsvertrag. Auf den Gesellschaftsvertrag gehen wir später noch ein. Das interessiert mich, was die da in Niedersachsen machen. Aber jetzt nur mal zurück zu dieser Empfehlung von der Zukunftskommission Landwirtschaft. Hat jetzt die dann Einklang gefunden in den Koalitionsvertrag von unserer neuen Regierung? Hat jetzt das gemacht? Oder ist das einfach wieder Papier, da hat sich jemand was ausgedacht und keiner hält sich dran? Also im Koalitionsvertrag steht jetzt nicht wortwörtlich drin, das sind die Empfehlungen der Zukunftskommission, die übersetzen wir. Aber das Ziel, und das ist ja auch nachvollziehbar und nachlesbar, die Ziele, die im Koalitionsvertrag drinstehen, decken sich schon mit den Zielen, die die Zukunftskommission aufgestellt hat. Auch wenn es vielleicht einen zu wenig weit geht, aber wir kriegen es ja jetzt mit. Bedauerlicherweise, muss man sagen, hat natürlich das ganze
Geschichte um Ukraine, dem Vorhaben ja zumindest nicht einen Strich durch die Rechnung gemacht, aber hat es doch sehr die Aufmerksamkeit in andere Bereiche verlagert. Das heißt also mit anderen Worten, das, was man vorhat im Koalitionsvertrag, das, was man vorhat in der Zukunftskommission, ja, müsste man jetzt nicht alles neu denken, so ungefähr. Gibt es durchaus Bestrebungen und ich habe dazu auch vor kurzem einen Artikel dazu geschrieben, der ist gerade letzte Woche aktualisiert worden. Ich meine, man kann alles auf den Prüfstand stellen, aber man sollte die ursprünglichen Ziele nicht ganz aus dem Auge verlieren. Die Vermeidung der Kosten, der Kosten, die die Gesellschaft trägt, die sind ja auch nach dem Ukraine-Krieg oder während des Ukraine-Kriegs nicht vom Tisch. Mhm. Da geht es um diese externen Kosten, die quasi eine intensive Lebensmittelproduktion verursacht und die quasi die Gesellschaft tragen muss. Sie haben jetzt schon gesagt, die Exkursionen, die Sie immer machen, also ich habe auch dabei sein dürfen, einmal waren wir in der Türkei und einmal in Bulgarien, das habe ich besonders spannend gefunden, weil das einfach für mich einfach eine andere Welt war. Sie machen ja immer noch Exkursionen, Herr Eisenhuber. Hat sich da was verändert mit den Studenten, mit den jungen Leuten oder auch mit dem, was Sie anschauen? Wie hat sich das verändert? Was jetzt für mich auffallend ist, über die Zeit hinweg, gerade was Essen anbelangt, früher hat man da keine Rücksicht genommen. Da war vielleicht einmal eine Person dabei, die sagt, ich mag kein Fleisch und ich esse kein Fleisch. Und so ein Salatteller, so ungefähr, die Geschichte war erledigt. Und im Laufe der Zeit ist der Anteil der Leute, die besondere Ernährungswünsche hatten, größer geworden. Und so kann ich mich erinnern, also die Busse waren in der Regel bis auf den letzten Platz ausgelastet. Da hat dann also der Bus 50 Sitzplätze und der Bus bei der Anmeldung schon ankreuzen, kein Fleisch oder vegetarisch. Und während das am Anfang meiner aktiven Zeit vielleicht ein oder zwei Personen waren, da muss man nicht besonders darauf achten, waren es am Schluss locker 20%. Und was ist ja kein Problem, aber ich wollte nur, dass das sich und die Studierenden, also die Leute sind ja vielleicht sicher Auswahl, die ist nicht repräsentativ für die gesamte, aber es zeigt doch einen Trend an, dass da einige Leute ihr Ernährungsverhalten geändert haben. Darüber hinaus gibt es die Leute, die sowieso zwischenzeitlich weniger Fleisch essen, nennt man dann Flexitarier, die sagen, es muss nicht jeden Tag Fleisch sein, ist ja aus Ernährungssicht ja auch nicht verkehrt. Nicht? Aber das ist etwas, was mir aufgefallen ist und es war Selbstverständlichkeit, dass man die Leute gefragt hat, was wünschen Sie? Und es ist kein Problem gewesen, das auch entsprechend umzusetzen in den Lokalen, die wir da aufgesucht haben, um Mittag oder Abend zu essen. Also der Ernährungstrend ist da, die Leute essen weniger Fleisch. Oder man erwartet auch ein alternatives Angebot. Wenn jemand kein Fleisch isst, dann isst er ja nicht nichts. Und da gibt er nicht unbedingt weniger Geld aus. Jetzt reden wir ja gerade über das Mehrwertsteuerthema. Das heißt, wer jetzt mit wenig Fleisch und nur hin und wieder und dafür teures Fleisch isst. Leute, die auch die Ökoszene, die gehen ja eher in die Richtung, ich kaufe mir nicht jeden Tag jetzt da Fleisch zum Essen, sondern ich kaufe mir das vielleicht ein paar Mal in der Woche nur und gebe dann etwas mehr aus, weil das Ökofleisch sowieso auch teurer ist. Aber insgesamt gibt er fürs Essen deswegen nicht weniger aus. Mhm. Nicht? Das, glaube ich, muss man auch der Landwirtschaft sagen, dass das nicht wohl ganz schlimm als Gefahr, das ist auch eine Chance. Nicht? Da sind wir jetzt da gleich den Bogen zum Landkreis Mirschbach machen. Wir haben einen relativ hohen Bioanteil an Betrieben von 34%. Mhm. Das kommt natürlich durch die finanzielle Unterstützung der Stadtwerke. Das war so ein bisschen bei uns der Umstellungsmotor, dass da viel umgestellt haben. Jetzt haben wir da schon relativ hoch in der Erzeugung. Beim Absatz ist im Landkreis Mirschbach haben wir tatsächlich noch Potenzial. Wir sehen den Cidis. Herr Eisenhuber, den biologischen Landbau, so jetzt im Voralpenland, hat das Potenzial, wird das noch mehr oder wo geht da die Reise hin? Also der Landkreis Mirschbach ist da eindeutig, also über den Zielgrößen, die man sich ja in Bayern oder auf der EU-Ebene vorstellt. Das ist aber nicht so, dass jetzt da die Leute besonders, besonders mehr die Möglichkeit, sondern es hat auch seinen Grund in der Art und Weise, wie man dort Landwirtschaft betreibt. Auf Grünland ist der Umstieg, der Schritt nicht so groß.
ist der Abstand nicht so groß. Also für den Betrieb nicht, aber auch für die Käufer nicht. Also der Unterschied zwischen der Milch vom Ökobetrieb und der Milch vom konventionellen Betrieb, die sind ja, teilweise überlappen sie sich ja. Also eine teure konventionelle Milch, die kostet ungefähr das gleiche oder vielleicht sogar mehr als eine kostengünstige Ökomilch. Also der Abstand ist nicht so groß. Insofern, und Grünland ist der Abstand für den Landwirt, den Umstieg auf Öko auch wieder nicht so groß, wie wenn der einen Grundstandort im Gäuboden bewirtschaftet und dann jetzt auf das und das und das verzichten soll. Das ist eine ganz andere Herausforderung. Also ich war vor kurzem in Salzburg bei einer Veranstaltung. Bio-Heu-Region ist dort ein sehr bekannter Begriff. Allein der Begriff Bio, dann Heu kommt noch dazu. Die haben Anteile, die sind in einer ähnlichen Größenordnung wie der in Miesbach. Aber auch wiederum, weil es auf Grünland naheliegend ist, aber, muss da dazu sagen, sicher auch in Miesbach der Fall, dass man sehr aktive Leute hat, die die Chance auch nutzen. Also man kann dann sagen, ich mache das nicht, aber ich muss die Chance nutzen. Ich muss dann nicht nur den Begriff Öko oder Bio, sondern ich muss dann weitere Kriterien dazu finden. Eine mittlere Milchleistung, eine grundfutterbasierte Fütterung und. Große Artenvielfalt, Betriebe, die also nicht den Anschein haben, in die agrarindustrielle Richtung zu kommen, das muss man ja draufschreiben. Mhm. Wenn ich es nicht draufschreibe, sollen die Leute das sonst wissen. Denn auch im Bereich der Milcherzeugung ist ja nicht so, dass das alles bestens ist. Da gibt es ja auch Kritik. Also die Leistung wird gesteigert und da sind wir in Teilbereichen Leistungen, die ganz toll sind. Also ich kann mich ja gut erinnern, als Kind, wir haben zu Hause Milchkühe. Natürlich war das schön, wenn eine Kuh pro Tag so und so viel Liter mehr gibt wie eine andere und die Leistungssteigerung durch die Wissenschaft auch entsprechend initiiert wurde. Aber wir sind heute in Größenordnungen bei bestimmten Rassen, wo die männlichen Kälber sich für die Fleischerzeugung schlecht eignen. Das ist also zwischen Nord- und Süddeutschland schon mal ein Unterschied, weil im Süden eher mehr die zwei Nutzungsrassen zu Hause sind, in Norddeutschland eher die Einnutzungsrassen. Und dann treten Probleme auf, mit denen wir gerade bei der Geflügelartung dabei sind, wo wir rauskommen aus der Nummer. Und wenn wir da jetzt bei der Milchgattung reinkommen, also das ist ja das Letzte. Das heißt, solche Aspekte muss man rausstellen und eine mittlere Milchleistung, wie es auch im Landkreis Miesbach, bei den Tieren kann ich die zwei Nutzungsrichtungen, das sind ja die klassischen Fälle in Süddeutschland, Fleisch und Milch gut kombinieren. Bei der 12.000 Kilogramm Kuh ist das echt nicht möglich. Mhm. Also Bio dazu, aber darf ich jetzt nochmal zusammenfassen, Bio schon gut, weil es im Grünland gut passt und sicher für einen Teil der Betriebe vielleicht auch die richtige Entscheidung ist, aber Bio allein gelangt nicht, sondern vielleicht nur ein bisschen eine Herkunft, Zusatznutzen, Zweinutzungstiere, Artenvielfalt, also einfach so Geschichten, vielleicht auch Heimmilch, so Geschichten, die das Angebot noch ergänzen, die daraus dann eine runde Sache machen. Oder also, wo der Gast dann, der Kunde einen Mehrwert hat, wo er sagt, und das ist mir wert, weil da ist das auch dabei. Wo man mit dem Erzeugnis, Bio ist sicher, hat schon sehr viele Vorteile, da bewegt man sich nicht in einer Milchleistungsgegend von weit über 10.000, sondern ist ja im mittleren Bereich. Und grundfutterbasiert ist ja auch, weil ich ja das Kraftfutter nicht zukaufen kann. Wir haben uns einfach wegbewegt, was ja von Hause aus nicht zu kritisieren ist, aber wir sehen es halt anders als vor 20, 30, 40 Jahren, was damals überhaupt keine Probleme verursacht hat. Ich kann mir noch einen Spruch erinnern, unsere Kühe grasen am La Plata. Der La Plata ist irgendwo zwischen Brasilien und Argentinien drinnen. Das ist nichts anderes. Wir holen das Futter, den Soja von dort her. Das war als toll hingestellt worden. Heute, wo wir wissen, dass in Südamerika dafür Regenwald abgeholzt wird, sieht man die Importe anders. Aber das ist nicht generell der Fall. Also nicht, dass man sagen jetzt, die Importe sei zu verteufeln, aber ich will nur sagen, dass bestimmte Entwicklungen, die wir vor 50, 60 Jahren uns nichts dabei gedacht haben, bei der Rinderhaltung, bei der Schweinehaltung, bei der Hühnerhaltung,
dass man die heute anders sieht. Und da ist jetzt nochmal zurück, der Ökolandbau mit einer flächengebundenen Tierhaltung, einfach vom System her im Vorteil. Ich habe bestimmte Probleme, die gar nicht, brauche ich gar nicht abstellen. Nicht? Genau, es ist eine Ursachenbekämpfung, damit habe ich einfach Probleme nicht, die ich dann danach vielleicht wieder irgendwie beheben muss. Und das muss man eben dann draufschreiben, mit dem muss man auch werben oder auch die Betriebsgröße. Die ist natürlich ein Nachteil, egal ob in Japan oder in Deutschland. Wenn ich einfach kleine Bestände habe, aber wenn ich aus dieser Not eine Tugend mache und draufschreibe, das sind bei uns den Begriff bäuerlich, kann man noch ewig streiten, was das eigentlich ist. Aber man kann den Begriff bäuerlich viel leichter vermitteln in der Größenklasse, die da im süddeutschen Raum oder im Miesbacher Raum vorherrscht, als das in Mecklenburg oder in Brandenburg, wo ein Stall dann 2000 Kühe hat. Da geht ja keine bodengebundene Tierhaltung mehr. Da muss er das Futter von irgendwo herfahren, weil es in seinem Betrieb ja gar nicht der Bergstall ist. Und dann kann man eben werben mit dem Begriff. Oder regional ist ein weiterer Begriff. Regional ist ja so ein inflationär verwendeter Begriff. Da frage ich mich, kann man werben mit einer Entfernungsangabe von hier mit 100 Kilometern zum Beispiel? Ist das so ein Ansatz? Mhm. Gibt es nicht nur in Deutschland, gibt es auch in anderen Ländern. Oder eine Region aus dem Landkreis oder das Futter nicht aus Südamerika. Einige Molkereien werben damit. Bei Öko sowieso kein Thema, sondern werben damit, bei der Milch wird kein Futtermittel aus Südamerika eingesetzt, weil da vor allem der Regenwald-Thematik eine Rolle spielt. Aber jetzt muss ich schnell dazwischen fragen, Herr Eisner, warum sind diese Importe von Soja im Biobereich kein Thema? Ja, weil der Zukauf von Futtermitteln sowieso nicht, ja, ist ja begrenzt. Weil es begrenzt ist und das geht schon ein bisschen, ist. Aber nicht ich in diesem Maße. Ich habe die Flächenbindung der Viehhaltung, mhm. Ich habe nur 1,5 GV und mit 1,5 GV pro Hektar kann ich ja die Tiere von der eigenen Fläche ernähren. Mhm. Und wenn ich jetzt einen Betrieb habe, der gewachsen ist, das ist ja gerade im süddeutschen Raum, viele Betriebe sind ja gewachsen, ohne jetzt die Fläche zu haben. Das war eine Chance für die, das Futter. Und es muss ja nicht jeder alles selber erzeugen. Da kann er das Futter von der Gäuregion sich dazu kaufen, eher in der Schweinemast der Fall oder der Geflügelmast. Aber das Wachstum ging nicht einher. Das Wachstum im Tierbestand ging nicht einher mit dem Wachstum der Fläche. Und deswegen importieren wir heute 2,5 Millionen Tonnen Rohprotein. Das entspricht ungefähr, wenn man es auf Soja umrechnet, ein Hektar Soja bringt ungefähr eine Tonne Rohprotein. 2,5 Millionen Hektar importieren wir an Soja. Das sind 20% der Ackerfläche. Was von Hause aus nichts Negatives ist, dass wir es richtig verstehen. Aber wenn der Betrieb das da reinfährt in seine Region, in die Viehhaltungsregion, und er fährt dann das Fleisch raus, er müsste dann eben auch die in der Gülle enthaltenen Nährstoffe rausfahren. Und wenn er das nicht macht, weil Gülle zu transportieren, Gülle besteht zu größtenteils aus Wasser, ein sehr teures Thema ist, heißt das, dass genau in den Betrieben, die sehr stark vom Import an Futtermittel leben, ein Überschuss an Nährstoffen in Form von Gülle da ist. Und wenn sie nicht rausfahren, dann kriegen sie das Problem dann beim Wasserversorger und der beschwert sich dann und dann sind wir bei der Düngeverordnung und so weiter. Mhm. Das haben wir bei den ganzen Diskussionen. Also Sie haben jetzt gesagt, Bio war eine Chance, aber Bio allein oder nur Bio gelangt auch nicht, sondern so Zusatzgeschichten wie Regionalität, wie auch immer dann die Region ausschaut, macht Sinn, macht bei uns 60 Kilometer, von hier machen 100 Kilometer, da kann man sich dann überlegen, aber ist ja gleich. Regionalität ist mit Sicherheit wichtig, aber ich brauche ja den Verbraucher, der das dann auch kauft. Also die Erzeugung allein ist das andere, aber ich brauche natürlich auch den Absatz. Und Sie sagen immer, der Markt allein kann es allein nicht regeln. Was braucht es denn dann oder wie geht es dann? Ja, also ich kann natürlich appellieren, kauft es aus der Region. Gell? Und da gibt es ein Beispiel, das hat jetzt nichts mit Milch zu tun, aber es ist sehr, sehr symptomatisch, weil es mit Öko zu tun hat. Also es gibt Bio-Rostbratwürste. Schmecken eher stressig, nichts zu diskutieren. Ist alles in Ordnung? Und dann habe ich mir mal gedacht, ja, und wo kommt denn das Fleisch her für diese Bio-Rostbratwürste? Leider steht es auf der Verpackung,
dass es nicht eine Metzgerware ist, sondern eine Packung, die man im Supermarkt kauft. Auf der Verpackung steht jetzt nicht drauf, Herkunft des Fleisches. Fleisch ist dabei eine Wurst, der Hauptbestandteil. Es geht jetzt nicht um die Pfefferkörner und es geht jetzt nicht um den Majoran, sondern es geht um das Fleisch. Würde ich meinen, dass es für viele Leute interessant ist. Ähnlich wie beim Käse ist auch die Milch das Hauptprodukt. Also, wo kommt die Milch her? Frage ich. Wo kommt das Fleisch her? Also, steht auf der Verpackung leider nicht drauf, wo ich schnell lesen kann, Herkunft des Fleisches, nicht ins Landkreis, sondern ins Land. Da sind wir der Sache nachgegangen, das ist ein QR-Code, das ist so ein schönes gemustertes Teil da drauf. Ist ein QR-Code, den kann man dann abscannen mit einem Handy, da muss man schon mal sich gut auskennen, dass man das schafft. Ich hätte es jetzt nicht geschafft. Also mit vereinten Kräften ist uns das gelungen. Dann musst du wieder ins Internet reingehen und das auslesen und Herkunft des Fleisches für, ja, ich sage jetzt mal, bayerische Bio-Rostbratwürste. Geschützte geografische Angabe, das ist ein EU-Label. Herkunft des Fleisches, Dänemark, ja, Dänemark ist der hohe Bio-Anteil, hoch, es geht um Öko. Ja. Ist der Anteil hoch in Dänemark, erzeugen viel Fleisch, exportieren. Und ein Land reicht scheinbar nicht für den Hersteller, Portugal. Aha. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das Fleisch aus Portugal nach Bayern gefahren werden muss, um hier Bio-Rostbratwürste. Da bin ich der Sache etwas nachgegangen. Ja, es gibt in Bayern nicht genug Fleisch von Schweinemästern, die Bio-Erzeugnisse abliefern. Also um es nochmal zu sagen, es ist nichts Unanständiges. Es ist vollkommen legal, wenn jemand Bananen kauft, wenn jemand Ananas kauft, das soll jeder kaufen, was er will. Und wenn jemand Fleisch kauft oder Portwein kauft, es ist legal. Aber ich würde meinen, wenn wir schon sagen, Leute sollen regional einkaufen, dann hätte ich doch gerne auf der Packung drauf, wo der Hauptbestandteil herkommt. Und wenn er auf Portugal kommt, dann soll er Portugal draufstehen. Wenn er aus Brasilien kommt, soll Brasilien draufstehen. Und der Konsument oder die Konsumentin kann dann entscheiden, sie können es immer noch kaufen. Ist okay. Aber dann sind wir bei regional. Ich meine, wenn regional bei den Leuten ankommen soll, dann muss ich solche Informationen, wo kommt der Hauptbestandteil her, draufschreiben. Übrigens bei der Milch ja gleich, das Gleiche. Das ist ja nicht so, dass wir bayerische Molkereien haben, die nicht auch Milch aus dem Ausland kaufen. Sollen sie ja machen oder können es machen. Aber da muss man es halt auch draufschreiben. Und nicht das verstecken. Da gibt es eine Milchnummer, ist da drauf. Bin einmal angerufen worden, auch in einer Rundfunksendung. Ja, wie kann ich denn sicher gehen, dass die Milch aus der Region, sage ich, die Milchnummer sagt Ihnen das nicht. Die Milchnummer, wissen Sie, da steht EU, BY und eine Nummer. Gehen Sie in den Laptop rein und kommt da drauf, Molkerei so und so. Was sagt denn die Milchnummer? Die sagt nur, wo die Milch in die Packung reingeflossen ist. Die sagt aber nicht, wo die Milch herkommt, die in die Packung reinfließt. Wo kann jemand, das geht dann nur, wenn ich zur Molkerei hingehe, die das wortwörtlich so sagt, also die Milch stammt aus der Region und so weiter, oder zu einem Landwirt gehe und kaufe, immer nur weiß, wo die Milch herkommt. Also das heißt, das regional wird so gern als Begriff vorangestellt, aber dann kriegt er mit, ach, das ist ja da nur umgepackt worden. Das ist ja nur umgepackt worden. Die Gurken kommen aus Rumänien, werden da in der Gurkenfabrik und dann steht drauf XY Gurken. Weil ich bei dieser verarbeiteten Ware nicht schreiben muss, wo die herkommen. Da steht nur drauf, wo die verarbeitet worden sind. Mhm. Also ich finde, es ist ganz wichtig für Leute, die einen Wert darauf legen, auf regional zu achten, dass man es denen auch ehrlich sagt. Und wie schaffe ich das dann? Also das ist ja, Sie haben jetzt das Beispiel mit den Bratwürsteln genommen. Und ich muss mir jetzt, Sie haben mich jetzt ertappt, weil das sind genau die Bratwürstel, wo ich immer denke, naja, die kann ich jetzt im Supermarkt mitnehmen, weil das sind zumindest fränkische Bio-Bratwürstel. Das ist jetzt nicht so ganz schlimm. Aber Sie haben recht, wo kommt denn da das Fleisch eigentlich her? Also da gibt es jetzt, und das ist das, was ich seit Jahren, aber es gibt natürlich unterschiedliche Sichtweisen. Ein ganz einfaches Beispiel, Sie fahren einmal ins Tirol, Sie fahren nach Innsbruck, sitzt mit Zug rein, ich habe das... Bin da selber drin, habe mich mit Franz Fischler getroffen, ist schon ein paar Jahre her. Dann steigst du in Innsbruck am Bahnhof aus und dann ist da so ein Stapel Tiroler Speck. Also das ist ein geselchtes, abgepackt, schaut bestens aus, unten ein weißer Rand, das ist der Speck und oben dieses rosa, magere Fleisch. Handel Tiroler Speck, mache ich jetzt da Schleichwerbung.
Und dann nehme ich die Packung, drehe es um, da steht DGA drauf. Was heißt das? Dieses Label, dieses gezackte, runde Label, wo geschützte geografische Angabe, abgekürzt DGA, was heißt das eigentlich? Das heißt nichts anderes, als ein Schritt in der Wertschöpfungskette in Tirol stattfindet. In dem Fall, von der Firma wird es dort geräuchert und aufgeschnitten oder als Stück verpackt und kann dann als Tiroler Speck, oder Sie können einen Urlaub in Schwarzwald machen und können Ihren Kindern was mitbringen. Kinder, ich bringe ja keinen Schwarzwälder Schinken mit. Nichts anderes, als dass, wenn DGA draufsteht, oder bei diesen Rostbratwürsten ist DGA drauf, ist alles legal. Aber die wenigsten Konsumenten wissen, dass es nur um einen Schritt geht. Es steht nichts dagegen. In Tirol, weil es da ganz wenig Schweine gibt, oder früher mal mehr gegeben hat, oder heute jetzt nicht mehr, dass sie dir ein Schweinefleisch von Dänemark, von Deutschland kaufen. Ist ja nichts dagegen einzuwenden. Und dorthin fahren und dort räuchern und das als Therapeutik verkaufen. Aber die Information, die der Verbraucher bekommt, ist meiner Meinung nach eine andere. Ich kaufe mir einen Tiroler Speck. Ich kaufe mir einen Schwarzwälder Schinken. Außer bei Südtirol ist es eher der Fall, auch bei Tirol, wenn man dieses gelbe Label drauf hat, ich glaube, gelb ist es, dann steht geschützter geografischer Ursprung. Gibt es auch im Allgäu, geschützter geografischer Ursprung, GGU. Das ist der feine Unterschied. Da muss der Rohstoff, ob das die Milch ist oder ob es der Schinken ist oder beim Parmesan, finden es tatsächlich beides, Parmesan aus Italien, finden es beide Labels drauf. Der feine Unterschied. Das eine ist GGA, das andere ist GGU. Also das GGU ist eigentlich das Bessere, das Konsequentere? Ja, das oder das halt ist nicht besser, sondern stimmt, ja. Das ist, man muss ja wissen, was es heißt. Da ist der Rohstoff aus dieser Region für den Parmesan, wo die Milch aus dieser Region verwendet und Parmesan gemacht. Der kostet auch mehr. Und GGA heißt, ich habe nur einen Schritt, also Tiroler Speck mit GGU, das ist von Schweinen, die in Tirol, in der Region auch gemessen worden. Oder aus Milch, die dort erzeugt worden ist. So, und wie schaffe ich jetzt das, dass der Verbraucher das versteht? Ja, dann müsste ich halt tatsächlich offen deklarieren, neben dem GGA halt offen draufschreiben, wo ist der Hauptbestandteil. So ein Beispiel gibt es. Ich kenne bei der Putenwurst das Beispiel, die haben es dann draufgeschrieben, Hauptbestandteil macht 80% aus. Bayern Baden-Württemberg ist natürlich ein kleineres Unternehmen, die Putenwurst da herstellen. Die haben aber das gemacht. Die schreiben, weil es ein kleines Unternehmen ist, brauchen die nicht draufschreiben. Deutschland, sie nur wissen, wir kaufen unser Putenfleisch aus Bayern und wir kaufen unser Putenfleisch aus Baden-Württemberg und schreiben das drauf. Und bei einem großen Unternehmen, der aus Sachsen was kauft, der aus Bayern was kauft, der aus Brandenburg was kauft, der kann jetzt nicht anfangen mit den Bundesländern, sage ich mal, in so einer großen Charge. Da muss er halt dann Deutschland draufschreiben. Nicht? Das war aber jetzt eine freiwillige Geschichte für die Unternehmen, dass das für einer was Positives ist, dass die halt quasi schreiben, wo das herkommt, oder? Aber oder? Da muss ich mir sagen, ist es jetzt ein Zufall, dass es nicht offen deklariert wird? Ist es ein Zufall? Nehmen wir an, das ist ein Zufall. Ich glaube nicht an diesen Zufall. Das ist kein Zufall. Das ist ja klar, ich darf diese fränkischen Rostbratwürstel auch nicht kaufen, wenn da anstellt Portugal und Dänemark. Das ist einfach jetzt, so. Jetzt. Genau. Aber wenn halt da fränkische Bratwurst ansteht, dann nehme ich die mit. Und sonst darf ich das nicht mitnehmen. Kann ich jetzt die Unternehmen da zwingen? Oder nein, das ist alles legal. Außer man ändert dieses Label. Aber jetzt muss ich dazu sagen, es gibt natürlich auch Interessenten und Nutznießer dieser Vorgehensweise. Also ich weiß, wovon ich spreche. Das ist, ist ja auch verständlich. Bei vielen Sachen gibt es ja die zwei Seiten. Und die zweite Seite schaut so aus. Nehmen wir den Schwarzwald an, reden wir jetzt nicht über Miesbach und reden wir nicht über Bayern, reden wir über den Schwarzwald. Natürlich ist es für den Betrieb, der im Schwarzwald Schinken räuchert und Slice, so sagt man, fein schneidet und es kommt dann eine schöne Verpackung da rein, es ist auch dünn aufgeschnitten. Natürlich wirbt der mit dem Argument Schwarzwald und hat davon einen Nutzen, wie wenn er da hinschreiben würde, Brandenburger Schinken. Ja, Brandenburger Schinken hätte ich jetzt nicht aus meinem Urlaub aus dem Schwarzwald mitnehmen wollen. Nicht? Nein.
Also er hat im Vortrag, dann erzählen Sie uns vielleicht noch die Geschichte, dass der in Wasserburg die Luft so gut ist, dass deswegen der Schinken so gut schmeckt. Ja, glaube ich jetzt wieder weniger, dass es an dem nur liegt, aber es soll so sein. Wie dem auch sei, ich meine, weil es Nutzen dieses Labels gibt, dieses ja, Versteckens von wichtigen Hinweisen hinter diesem Label, jetzt ist natürlich das Interesse, das Label zu ändern, hält sich in Grenzen. Also gut, die Kontrolle muss funktionieren. Also was mir ganz gut gefällt, ist tatsächlich das bayerische Biosiegel. Ja. Das ist für die Grenzlagen oft schwierig, aber prinzipiell finde ich das super, weil da habe ich, also Bayern finde ich jetzt als Region zwar groß, aber eigentlich akzeptabel. Das gefällt jetzt mir gut, aber da ist halt also, dass es wahnsinnig schwierig ist, dass der Verbraucher das kennt. Ja, das ist natürlich, wir haben natürlich eine extreme hohe Zahl an Siegeln. Mhm. Und die Siegeln sind jetzt zum Schluss nicht noch mehr Siegel. Und das ist mit der Grund, warum dann das Vertrauen leichter über das personalisierte Vertrauen aufgebaut werden kann, weil ich da hingehen kann. Ich kenne dann Landwirt. Ja, ich habe überhaupt kein Siegel nicht, sondern wer bei mir einkauft, der weiß, wie ich das erzeuge und da brauche ich jetzt kein Label, nicht? Auf der anderen Seite geht meiner Meinung nach kein Weg vorbei an einer solchen Auszeichnung, weil regional wichtig ist. Und dann ist eben nicht nur der Landkreis, sondern ist auch ein Bundesland oder unter Umständen auch ein Staat, als Hinweis wichtig, weil Leute da einen Wert drauf legen. Also zum Beispiel bei dem Fleisch. Das werden wir noch mal schaffen, dass wir das Fleisch für die Rostbratwürste aus Deutschland zusammenbringen. Ja. Herr Heisenhuber, Sie haben also eine Idee von einem Gesellschaftsvertrag, nennen Sie das. Da halten Sie auch viele Vorträge. Können Sie uns erklären, was ist das, was für eine Idee und wo sehen Sie die Chancen? Für wen war das was? Ja, darf ich da vielleicht vorher noch einmal ein bisschen die wie es dazu gekommen ist? Gern. Also, weil ich ja selber, nicht zuletzt, weil ich in der Landwirtschaft aufgewachsen bin und auch nach wie vor, sei es, wenn ich nach Hause komme oder auch in Vorträgen mit Landwirten auch zu tun habe, haben wir eine Entwicklung, ich sage jetzt einmal, vor 30, 40 Jahren ist das, was die Landwirtschaft gemacht hat, hat auch die Wissenschaft entsprechend gestützt, hat auch die Beratung beraten, haben auch Berater empfohlen und so weiter. Da bestand und hat sich die Bevölkerung auch nicht besonders kritisch dazu geäußert. Also es gab diesen Konflikt zwischen Landwirtschaft und Bevölkerung nicht. Man war froh, wenn ich jetzt sage, vor 50 Jahren, man war froh, dass mehr Lebensmittel entsprechend billiger angeboten werden, man musste weniger für Lebensmittel ausgeben, nicht weil die Leute kein Geld dafür bereit, sondern weil es mit kostengünstig auch angeboten wurde. Der Markt hat dafür gesorgt. Und die Kritik an der Landwirtschaft in der Zeit, die gab es nicht. Also die Hühner wurden in Käfig gesperrt, die Schweine tauchen am Vollspaltenboden auf, das war wissenschaftlich, auf der Versuchsstation haben wir das genauso gemacht, in Weinstephan, als auf dem Praxisbild. Wer es nicht gemacht hat, hat überhaupt keine Chance. Und das Stroh hat man draußen lassen auf dem Feld und hat nur in den Weizenheim gefahren und die Gülle da draußen. Wozu fahre ich Stroh rein und danach alles Mist wieder raus? Ich spare mir die Arbeit und mache das so. Im Laufe der Zeit, wo da Probleme aufgetaucht sind, zum Beispiel mit Aerosol. Wir in den Versuchsbetrieben hatten so einen Fall. Ein Starkregenereignis, Versuchsstation Dürnast. Viel von dem Boden, das im Basissinn ist, wurde es den Bach runtergegangen. Den Autobahnzubringer Freising, Allershausen, da stand unten das Wasser. Oder Spaltenboden, da kommen die Leute, boah, kommen die nie auf ein Stroh einstreuen, haben das ganze Leben da auf dem Spaltenboden zu verbringen. Oder die Henne, ein DIN A4 Blatt, für eine Henne, ein DIN A4 Blatt, war so wenig Platz. Wir hatten eine Versuchsstation mit einer Lächenhaltung mit Käfig. Also es haben sich die Forschung der Leute verändert. Es sind da Probleme mit dem Wasserschutz aufgetaucht. Nitratgehalt im Wasser ist angestiegen, weil eben ein Überschuss an Gülle vorhanden war. Das heißt, also, es sind, und auch Wissenschaftler, ökologisches Manifest ist da geschrieben worden, haben mehr und mehr diese Art der Landwirtschaft kritisiert. Und das hat sich sozusagen im Laufe der Zeit
aufgeschaukelt. Und dann kam die Geschichte, dass die einen unzufrieden waren und die haben gesagt, ihr wollt es eh nur billig kaufen, also dieses gegenseitige Schuldzuweisen. Und dann war aus meiner Sicht das Volksbegehren mit so ein Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Die einen haben das ganz, ganz toll gefunden, so viele Leute unterschreiben das. Und die anderen haben, die Landwirte haben gesagt, ja, wir machen eh alles so, wie es uns empfohlen worden ist von der Beratung. Wir machen doch nichts anderes. Es ist alles von der Beratung auch empfohlen worden. Und die wissen, dass man untersucht, ob diese Milchleistungssteigerung oder der Maisanbau und so weiter. Gerade hier am Wein, Stefan, mein Vorvorgänger, hat sich sehr um den Maisanbau verdient gemacht. Also es hat sich halt so aufgeschaukelt. Und dann haben das Volksbegehren und dann kam die Situation, dass nach dem Volksbegehren leider nicht diese Versöhnungsgesetz die Versöhnung gebracht hat, sondern es eher eskaliert ist, kann man sagen. Wo sich neue Gruppierungen gebildet haben, wo die Geschichte mit den Mahnfeuern, mit den Schlepperdemos und so weiter gekommen ist, die Grünen Kreuze auf dem Feld. Und zu der Zeit habe ich, das ist jetzt ein paar Jahre erst her, ein Forschungsvorhaben des Umweltministeriums in Bonn-Berlin mitbetreut oder mitbearbeitet zum Thema ein Gesellschaftsvertrag in der Landwirtschaft. Der Begriff, was heißt das, ein Gesellschaftsvertrag? Wer macht da mit wem einen Vertrag? Und ich bin auch in Südtirol da eingeladen von dort, den Landesrat, das entspricht unserem Landwirtschaftsminister. Ja, wir brauchen einen Gesellschaftsvertrag für Südtirol. Bei den Gesprächen, ja, wer macht da mit wem einen Vertrag? Das Wort Gesellschaftsvertrag ist nur sozusagen ein Rahmen. Man könnte auch sagen, was Eisenmann vor 50 Jahren gemacht hat, einen bayerischen Weg. Ein bayerischer Weg ist im Prinzip nichts anderes gewesen, als ein Teil des Gesellschaftsvertrages. Eisenmann hat damals gesagt, Landwirte bei uns können wirtschaftlich nicht mithalten mit den Gunstlagen, die da in den Niederlanden oder in Norddeutschland gewesen sind, sondern bewirtschaften, so wie im Miesbach, Flächen, die sehr, sehr viel schwieriger zu bewirtschaften sind, die höhere Produktionskosten verursachen. Also wir versuchen, diese Leistungen, die am Markt nicht honoriert werden, zu honorieren. Zum Beispiel über das Kuhland. Das hat ja einen Ursprung in Bayern. Das Kulturlandschaftsprogramm. Und der bayerische Weg. Und wir haben Betriebe, die können allein von der Landwirtschaft nicht leben. Die müssen Einkommenskombinationen machen. Überhaupt nichts Neues. Das wird explizit da reingeschrieben. Das heißt, der Begriff Gesellschaftsvertrag ist ein Konzept, das man diskutiert. Ich muss einen Dialog führen, ähnlich wie bei der Energiewende. Da geht auch nicht einer her und sagt, jetzt macht man es so, sondern das muss ein Dialog sein. Ich muss die Leute mitnehmen, ich muss die erneuerbare Energie produzieren, muss entsprechend bezahlen, sonst macht keiner die erneuerbare Energien. Also ich brauche da ein Konzept, ich muss für faire Verhältnisse sorgen, einen fairen Preis, ein billiges Lebensmittel. Aber der Landwirt kann davon nicht leben, das funktioniert ja nicht. Das ist bei der Textilie das Gleiche. Also wir können uns freuen über billige Textilien, aber wer zahlt die Zeche? Diejenigen, die das machen. Und deswegen ist es ein Prozess, ein Konzept, dass man sagt, wir können es auch anders nennen, Jahrhundertvertrag, Bayerischer Weg, oder wenn man es auf die EU nimmt, Roadmap, wie auch immer, ein Konzept, das alle Gruppierungen mitnimmt und sagen, und was müssen wir ändern, dass die Vorstellungen eines großen Teils der Bevölkerung, nicht alle kann man mitnehmen, eines großen Teils der Bevölkerung und aber auch die berechtigten Anliegen der Landwirte auf einen Nenner gebracht. Ja, jetzt können wir uns noch 20 Jahre gegenseitig die Schuld zuweisen, sondern wir müssen aus diesen gegenseitigen Schuldzuweisungen rauskommen und deswegen Dialog zwischen den Gruppierungen, deswegen einen fairen Preis für die Arbeit und nicht, dass der Landwirt zwar sehr viel Tierwohl anbietet, aber zum Schluss sein Lohn nicht reicht, um davon leben zu können. Da spielt auch das Lieferkettengesetz eine Rolle. Das tritt erst nächstes Jahr in Kraft. Das gilt nicht nur für Textilien aus Bangladesch, das gilt auch in Deutschland. Und die EU ist dabei, das Lieferkettengesetz auf die EU-Länder auszuweiten. Das heißt also, ein Konzept, im Prinzip ein Umsetzungsplan, wie es die Zukunftskommission als Ziel vorgeschlagen hat, aber ich muss es umsetzen. Und wer, also da gehe ich total konform mit Ihnen, heißt nur, das ist ja ein bisschen das, was wir, wo die Erfahrung wir im Landkreis Mirschbuch auch gemacht haben, der Podcast hat ja seinen Ursprung in so einem runden Tisch, der immer im Landratsamt war und da war immer so eine Unzufriedenheit.
Die Bauern haben gesagt, die Verbraucher, die sind so blöd und die kaufen nur das Billige. Und die Verbraucher haben gesagt, der Bauer ist so blöd und spritzt nur und adelt nur und macht gar nicht das, was wir möchten. Also es war so gutsfrei. Und wir haben gesagt, wir müssen jetzt irgendwie schauen, dass man sich zusammensetzt und dass das irgendwie gut weitergeht. Und dass irgendwie alle zufrieden sind. Alle sind nicht zufrieden, aber so einigermaßen. Großteil. Genau. Aber wie scharf ist jetzt, muss das der Landkreis machen? Macht das dann ein Landrat oder macht das das Bayerische Landwirtschaftsministerium, dass die Frau Kanniber sich das ausdenkt? Oder macht das die EU? Oder wer kann das jetzt in die Hand nehmen? Wer macht das? Und bei den Lebensmitteln, wie könnte so ein Zukunftsleitbild ausschauen? Und da muss man sich zusammensetzen. Und da hat die Zukunftskommission, das ist nicht alles Friede, Freude, Eierkuh. Da hat die Zukunftskommission ein Papier am Tisch gelegt, da lohnt es sich einmal reinzuschauen. Wie könnte es denn ausschauen? Und jetzt kommen verschiedene Ebenen. Die oberste Ebene ist die Europäische Union. Das sind 50 Milliarden Euro pro Jahr im Spiel. In Deutschland 6 Milliarden, in Bayern 1 Milliarde. Und weil man sich da immer so wenig vorstellen kann mit den Milliarden, da wirft man immer in der Gegend rum, 1 Milliarde sind 1.000 Millionen. Also in Bayern wird der Betrag von 1.000 Millionen von der EU ausgegeben, von den Ländern finanziert, über die Landwirtschaft Bayerns ausgestreut. Und also das war schon vor 20 Jahren, als Sie die Vorlesung besucht haben, wahrscheinlich ein Punkt von mir gesagt haben, also der Hit ist es nicht, so wie man es macht. Und in der Zukunftskommission steht das drinnen, also so wie man es jetzt gemacht hat und jetzt macht, so kann es nicht weitergehen. Das heißt, ich hoffe, dass diese letzte Reform war, die so gelaufen ist. Da bin ich jetzt nicht der Schuldzuweisung, aber man muss schauen, 92 war die Reform und jetzt haben wir 2022, das sind immerhin 30 Jahre, jetzt reicht's. Jetzt muss man aus der Erfahrung lernen und der erste Teil eines solchen Gesetzes ist eindeutig auf EU-Ebene, ich sage jetzt mal, die Verteilung der Gelder. Nach wie vor ist die Basis die Fläche. Die kann aus der Sicht eines Landkreises Miesbach nicht richtig sein, aber die kann auch nicht aus der Sicht eines Landkreises in Schwarzwald oder in Schleswig-Holstein richtig sein. Einige finden das richtig, die nutzen es, aber die Politik muss den Mut haben, dieses System abzulesen. Da kann man ein bisschen rumschrauben, die ersten 30 Hektar, aber der 5000 Hektar Betrieb hat auch die ersten 30 Hektar, gell? Dass wir uns richtig verstehen. Also, das ist dann meine persönliche Meinung, da bin ich nicht alleine, das ist auch in der Zukunftskommission drin und so weiter. Aber die Politik muss es umsetzen, diese EU-Ebene, das Geld anders verteilen. Da gehören Leistungen rein, die schon der Eisenmann angesprochen hat, die heute wichtiger sind als zu Zeiten von Eisenmann. Leistungen, die der Markt nicht bezahlt, die im Landkreis Miesbach mehr erbracht werden wie in der sächsischen Kornkammer. Da muss dort weniger. Aber wasch mit dem Pelz, machen mit nass, geht nicht. Also. Da gibt es Gewinner und Verlierer. Erste Ebene. Zweite Ebene ist der Bund. Also ich kann auch auf Bundesebene was machen. Und der Borkenplan, finde ich ja auch, ist nicht alles Gold, was glänzt. Ist nicht einfach. Aber wenn wir der Meinung sind, dass wir in der Tierhaltung aus dieser Nummer nur rauskommen, wenn wir uns wirklich am Riemen reißen. Jetzt sind wir, ja, aber Ukraine, okay, ich kann nicht alles mit Ukraine jetzt aufschieben. Das heißt, der Borkenplan sieht einen Umstieg vor in eine Tierhaltung, ja, die halt eine höhere Akzeptanz. Nicht alle werden wir es recht machen. Ich bin in dem Niedersächsischen Gesellschaftsrat mit involviert. Ja, für Leute, die kein Fleisch essen wollen, für die gibt es nur eine Lösung, keine Tierhaltung. Okay, gibt's. Okay, sollen sie kein Fleisch essen. Aber wir werden die Tierhaltung haben, aber ich meine, dass man, die größten Probleme haben wir eh in der Schwein- und Geflügelhaltung, dass man da einfach, und darum ist der Borkenplan eben für diese Tierarten auch vorgesehen, auf Bundesebene was macht, da brauchen wir nicht warten, bis jetzt Polen oder bis Ungarn in der Richtung auch mitkommen. Also Tierhaltung, Borkenplan, auf Bundesebene. Aber Argument, offene Grenzen. Ja, lass uns was einfallen. Aber wieder bei der Kennzeichnung, aber wieder bei der Honorierung und so weiter. Dann kommt das Land. Ich kann als Land einen Schritt nach vorne gehen. Und ist es jetzt ein Zufall oder ist es ein Wunder?
Niedersachsen hat voriges Jahr beschlossen, aus diesem Konflikt Landwirtschaft, Umwelt, einen Gesellschaftsvertrag am Weg zu bringen. 2021 begonnen, 2022 bereits abgeschlossen. Aber weil ich in dem Projekt mitbeteiligt bin, spricht man dort von einer Verstetigung. Das ist ein dauernder Prozess. Also ich habe dann gesagt, letzte Woche, ich hatte erst ein Gespräch, ich habe gesagt, es könnte mir so vorstellen, wie so ein Ombudsmann oder Ombudsfrau, dass da am Ministerium so eine Stelle eingerichtet ist, wie es auch bei Firmen gibt oder bei Unternehmen gibt. Wenn zunehmendem Maße Kritik an einem Problem aufkommt, wenn sich da einer mal beschwert, ja, ist vielleicht jetzt nicht, aber wenn zunehmendem Maße, dann müssen wir uns vielleicht doch annehmen und müssen wir das diskutieren, müssen die Leute in der Stadt mitnehmen, passt auf, also eure Wunschvorstellungen, die sind machbar, aber die sind nicht finanzierbar. Oder die Landwirte, aber wir können schon machen, aber das muss schon bezahlbar sein. Das heißt, so ein Land kann an so ein Projekt, Gesellschaftsvertrag, oder Bayern hat es Bayerischer Weg geheißen, kann so etwas verstetigen und in der Richtung reagieren auf Entwicklungen, die eben neu sind, weil sie Vorstellungen verändern oder weil es neue Techniken gibt. Dritte Ebene, vierte Ebene, Modellregionen. Modellregion, Öko-Modellregion. Wir haben vorgeschlagen, für andere Probleme, ich bin nicht der Meinung, dass jetzt morgen wir auf 100% Öko kommen. Wir sind in Bayern bei 10%. Da haben wir 90% andere. Das heißt, die machen dann die Mehrheit aus. Ich muss die Mehrheit mitnehmen. Also lasst uns doch Modellregionen machen für andere Konzepte. Für den Bocherplan zum Beispiel. Wo ich hinfahren kann, wie macht sie das eigentlich? Wo ich zeigen kann, ja, der kauft die Produkte aus der Region ein, in der Modellregion, sorgt für regionale Kreisläufe, sorgt dafür, dass der örtliche Metzger eine Chance hat. Wenn es heute die Fleischbeschaugebühr, ich habe das Problem schon gerade vor kurzem vorgenommen, ein kleiner Metzger zahlt heute vielfach höhere Fleischbeschaugebühren pro Schwein als der große Schlachthof. Mhm. Ja, das Geld, warum muss das so sein? Gibt es übrigens einen Antrag im Landtag, ist sogar fraktionsübergreifend, ist aber noch nicht umgesetzt. Das heißt, wenn Sie einen Brief von Miesbach wo ist der Nachbarort, verschicken, nach Rosenheim, dann kostet es 85 Cent. Mhm. Wenn Sie einen Brief von Miesbach nach Helgoland verschicken, kostet es auch 85 Cent. Das ist eine politische Entscheidung, dass wir den Brieftransport, den könnten Sie auch nach Entfernung staffeln, das machen wir so, dass jeder Brief gleich viel kostet. Könnte da nicht die Fleischbeschau gleich viel kosten, ob das jetzt der Großschlachthof ist oder der Metzger ist. Aber da muss ich gleich reinfragen, die Fleischbeschau, bestimmt das nicht Landratsamt, quasi was das kostet? Natürlich, oder? Aber da sind wir beim politischen Weg. Das ist im Landtag, im Bayerischen Landtag, ist dieses Problem, das ist also nicht von mir erfunden, sondern ist das Problem aufgetaucht, weil die Fleischbeschau, die Zahlen habe ich im Kopf, das kostet zwischen 10 und 20 Euro pro Schwein. Das muss der Metzger über den Fleischpreis wieder reinholen und der andere, der Töne ist, glaube ich, ist unter 2 Euro. Mhm. Das heißt, das ist eine Leistung, die eben die amtliche Tierarzt erbringt. Wenn ich das sozusagen für alle gleich mache, dann kriegt der eine das niedrig und der andere das höher. Wenn ich es aber dem Markt überlasse oder dem Landrat überlasse, dann macht er einen Langpreis, weil er gerade einen großen Schlachtbetrieb hat, dann macht er billig, da braucht er nur. Für 1000 Schweine braucht er einen Tag hinfahren und der andere, der muss 20 Kilometer für 5 Schweine fahren. Mhm. Also als Beispiel, ich kann da Modelle auf regionaler Ebene machen, Modellregionen machen, auch außerhalb Bio. Ich kriege es ja mit, dass gerade in den Öko-Modellregionen, das kriege ich wahrscheinlich noch mehr mit, dass gerade konventionelle Betriebe, wir haben jetzt in 27 in Bayern Öko-Modellregionen, dass gerade konventionelle Wirtschaftsbetriebe eine gewisse Argwohn haben, schon wieder Öko-Modellregionen. Man muss ehrlich sein, wir haben nur 10% oder wenn wir 30% Ökoland haben, dann haben wir nur 70% andere. Mhm. Ich muss auch der großen Zahl der anderen Betriebe eine Möglichkeit geben, dass sie auch unter Öko oder neben Öko so wirtschaften, dass die Akzeptanz der Gesellschaft, außer Klimastall, das ist ein Beispiel bei Schweinehaltung. Dann die Kommune, dass eine Kommune hergeht und sagt, wir nehmen die Parkgebühren her und finanzieren dafür Landwirte was. Zum Beispiel.
oder auch Unternehmen gehen her und machen Erzeuger-Verbraucher-Kooperationen und binden die damit ein. Wir müssen miteinander reden und ich habe es jetzt schon verstanden, jede Stufe kann eigentlich was machen, von der größten EU bis zur kleinsten Gemeinde, bis zu jedem Unternehmen kann eigentlich jeder irgendwie einen Beitrag leisten, dass es in die Richtung geht. Und Sie haben auch schon gesagt, das wird jetzt nicht von heute auf morgen gehen, sondern das ist ein langer Entwicklungsprozess. Aber jetzt nur mal zum Schluss, abschließend, ich fahre jetzt wieder heim in meinen Landkreis Mirschbach. Was nehme ich jetzt mit? Also ich nehme jetzt mit, dass wir miteinander was machen müssen. Und was mache ich jetzt daheim? Denke ich mir ein neues Label aus. Ich bin der Meinung, also soweit ich den Landkreis Miesbach kenne und die Strukturen noch kenne, sie haben in vielen Belangen Vorteile gegenüber anderen Regionen. Vorteil landschaftlich, Vorteil von der Flächenbindung der Tierhaltung her, Vorteil von regional, dass viele Konflikte gar nicht in dem Landkreis auftreten. Sie haben das Erosionsproblem viel weniger auf dem Grünland, haben sie nicht. Sie haben das Problem mit Nitrathalt im Trinkwasser eher auch weniger, weil auch die Niederschlagsmenge größer ist, weil die Viehbesatzzahlen nicht so hoch sind, weil die Zufuhr an Nährstoffen dort eben nicht so in dem Maße stattfindet, wie es in viel intensiven Regionen der Fall ist. Und diese Vorteile mit dem Erzeugnis sozusagen verkaufen, also die Methode und die Herkunft, ist ganz wichtig, um die Leute dazu zu bringen, das entsprechend einzukaufen und entsprechend zu bezahlen. Und was wir noch brauchen, und darum ist das Lieferkettengesetz ein wichtiger Aspekt, dass nicht, und da sind wir bei der moralischen Seite, ich kann nicht in den Laden das Billigprodukt reinlegen und dann sagen, aber kaufen Sie es nicht ein. Das funktioniert nicht bei Handys, das funktioniert nicht bei Kleidung, das funktioniert nicht bei Lebensmitteln, zumindest im großen Stil nicht. Das heißt, da gibt es einen Spruch von dem Ferdinand von Schirach, ein sehr bekannter Schriftsteller, ein sehr erfolgreicher Schriftsteller, aber ich fand den Spruch so gut, dass ich ihn als Schlusssatz bei Vorträgen drinnen habe. Also im Sinne der internationalen Menschenrechte sollen nur solche Waren und Dienstleistungen uns angeboten werden, die, ich sage es vereinfacht, ohne seine Worte zu verwenden, fair erzeugt worden sind. Fair gegenüber Mensch, Tier und Umwelt. Und das wäre, bin ich da jetzt einer Utopie erlegen oder habe ich da Visionen oder ist das nicht durchaus ein Ziel, das wir anstreben sollen? Ich meine, es ist es wert. Und ich kann nicht die jungen Leute kritisieren, die sich die billigen Textilien kaufen von Fast Fashion. Alle Woche gibt's oder alle zwei Wochen gibt's ein neues Angebot, weil es so wahnsinnig billig ist und die Leute gar nicht wissen, wie es erzeugt worden ist. Oder wenn der Butter für 1,20 im Laden liegt, momentan nicht, aber vor nicht allzu langer Zeit, ja, soll der das nicht kaufen, wenn der Markenbutter, der aus der Region stammt, für 1,20 hier angeboten wird? Oder das Hackfleisch? Oder das Geflügelfleisch für 2,70 das Kilogramm? Da brauche ich nicht fragen, ob das fair erzeugt worden ist. Das kann nur auf Kosten von Mensch, Tier und Umwelt erzeugt worden sein. Das heißt nicht, dass der nicht Sonderaktionen machen kann, aber bei seinem Einkauf muss er auf diese Fairness achten. Und das ist ja ein wichtiger Punkt. Das ist nicht meine Erfindung, sondern das ist Gegenstand. Das Lieferkettengesetz heißt gar nicht Lieferkettengesetz, sondern heißt Sorgfaltspflichtengesetz. Mhm. Also somit haben Sie jetzt eigentlich schon wieder nur mal einen mit im Boot. Das ist der Handel und vielleicht auch die Verarbeiter. Also AD sind in der Pflicht und auch die müssen quasi mit fairen Bedingungen arbeiten, damit es einfach zukunftsfähig weitergeht, weil das andere geht langfristig nicht. Es reicht nicht, in ganzseitigen Anzeigen, in großen Tageszeitungen, die sicher sehr viel Geld kosten, hinzuschreiben, was ich löblich finde, wir wollen raus auf Stufe 3, 4. Wissen Sie, mit 4 Stufen, das ist auch ein Versäumnis des Staates, dass man das nicht selber gemacht hat, oder der Handel das gemacht, die 4 Stufen. Ich hoffe, dass man da einiges noch recht macht. Das Ziel kann man ausgeben. Aber dann muss man auch dafür sorgen, dass die Betriebe, die diese Erzeugnisse unter Stufe 3, 4 anbieten, auch in der Lage sind, zu fairen Bedingungen, zur fairen Bezahlung das zu erreichen. Mhm. Und ich meine, da hat Corona auch etwas dazu beigetragen,
Wir wussten doch vorher schon, welche Zustände in den Schlachthöfen herrschen. Das ist doch längst bekannt gewesen. Und dann musste man den Leuten, die so billig gearbeitet haben und dafür auch noch geschenkt Corona bekommen haben, und dann war das Publikum, ja, was sind denn das für Zustände? Sensationell, also ganz überraschend. Man, mit dem hätte man es nicht gedacht, dass das so zugeht. Das wusste vorher, die Leute, die es wissen sollten und wollten, die haben es vorher gewusst. Hm. Und dann kam dieses Thema Lieferkette erst auf. Aber damit ist nicht automatisch der Landwirt, wenn der den Mindestlohn ist ein Teil, dann, der Landwirt hat keine Mindestlohn, dann muss man dafür sorgen, dass die Betriebe auch in der Lage sind, die ja keinen Mindestlohn haben, ein entsprechend existenzsicherndes Einkommen bekommen. Mhm. Ja, ja, heißt nur, es gibt viel zu tun. Packen wir es an. Ja, packen wir es an. Das muss ich, glaube ich, heim. Aber bevor ich heimreise, heißt nur, dürfen Sie natürlich noch aus meinem Mirschbecker Milchkandl, da haben ein paar Fragen drin und da ziehen Sie eine aus, eine von diesen Überraschungsfragen. Da haben wir wirklich eigentlich alles da drauf. Genau, und Sie lesen die. Da habe ich ja zwei mitgenommen. Das macht nichts. Nein, eine, das passt. Also und Sie lesen, das ist eine. Sie lesen die vor und. Wer ist dein Lieblingspolitiker? Oh Gott, wir haben Gewisola Jahrestagung. Die wandert so an den Hochschulstandorten rum. Und ich war, ich glaube, wann war ich da? War das 2007? Dafür verantwortlich, hier das zu organisieren mit Kollegen zusammen. Und da haben wir den Klaus Töpfer eingeladen gehabt. Mhm. Und der Klaus Töpfer, den haben wir jetzt nicht, ich habe den nicht alleine geschafft, da haben wir natürlich Helfer gehabt, sonst hätte ich das nicht geschafft. Und der ist dann auch gekommen. Und hat eine Rede gehalten. Das war sicher was Besonderes. Und der hat sehr früh Probleme erkannt, über die wir heute erst reden. Er hat auch in Nairobi eine UN-Organisation geleitet, er war auch Umweltminister. Und hat sich nicht nur Freunde gemacht. Mhm. So ist es immer auf der Welt. Und wir sagen, der Klaus Töpfer ist für mich. Da gibt es ja nach wie vor den Klaus Töpfer. Die sind nach wie vor unterwegs. Und den würde ich nennen als Lieblingspolitiker. Ja, schön. Der hat einfach einen Weitblick gehabt, sagen Sie, oder? Ja. Der hat das, ist bei der CDU gewesen. Ist bei der CDU. Hat aber nicht allen gefallen, muss ich sagen. Dankeschön, Herr Eisenhuber, für die Zeit, wo Sie sich genommen haben. Und ich fahre wieder heim in meinem Landkreis Mirschbach und probiere, dass ich was umsetze. Also, Dankeschön für gut. Gerne geschehen. So, das war's wieder mit meinem Mirschbecker Milchkandl. Ich freue mich aufs nächste Mal. Für dich. Thank you.